Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Und heute möchte ich euch meinen neuen Kompagnon vorstellen. Du schaust wieder aus. Jetzt komm. Komm. So machst du das toll. Und steh. Steh. Ich habe ihn euch in einem Posting das erste Mal gezeigt und euch auch gefragt, was euch so für Namensvorschläge einfallen. Denn der Name, den er hatte, der hat einfach nicht zu ihm gepasst und er hat auch nicht auf ihn gehört. Drum war ein Wechsel ja notwendig und auch unkompliziert. Ich habe mich für den Namen Caruso entschieden, weil es ein kräftiger Name ist und der Caruso auch ein kräftiges Pferd ist. Gell, Caruso? Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Kleiner italienischer Touch. Ja, ein Pferd war ein lang gehegter Kindheitstraum von mir und ich hätte mir auch nie glauben lassen, dass der Wirklichkeit wird, wenn es dann sich im Nachhinein doch als sehr, sehr schwierig herausgestellt hat. Denn ich habe den Caruso geschenkt bekommen, aber hatte die Entscheidungsfreiheit, welches Pferd ich nehme. Und ihr merkt vielleicht schon, dass er ein bisschen ungestüm ist, unerzogen. Ich habe mich beim Pferdekauf unterstützen lassen von zwei fachkundigen Personen. Und leider war es dann doch so, dass der Caruso betäubt wurde beim Pferdekauf. Er war super brav, er hat sich alles mitmachen lassen. Und kaum hat er den Stall hier erreicht, war er wie ausgewechselt. Ja, also der Caruso war ein Geburtstagsgeschenk zum runden Geburtstag. Aber wie gesagt, ich durfte ihn mir selbst aussuchen. Also ich hatte quasi die freie Wahl, welches Pferd ich nehme. Und ich wusste, er ist ein Jungpferd. Ich wusste, er ist noch nicht angeritten. Aber was man in dem Alter, also er ist jetzt 2, erwarten kann, ist einfach eine gewisse Grundausbildung. Nennt sich Fohlen-ABC. Das heißt, er ist halfterführig, er rennt nicht davon, er gibt die Hufe, er lässt sich brav putzen. Und das hat er eben am Besichtigungstermin alles mit sich machen lassen. Es gibt gewisse Beruhigungsmittel, die kann man oral den Pferden geben. Und das fährt quasi das Herz-Kreislauf-System runter, sodass die so ein bisschen schläfrig sind, ganz relaxed, ganz cool. Und nachweisen konnten wir es nicht, aber wir vermuten, dass er ein Beruhigungsmittel bekommen hat zum Besichtigungstermin. Ja, also als ich den Caruso bekommen habe, war er noch Hengst, unkastriert. Das habe ich dann zügig vornehmen lassen. Aber ja, bei der Ankaufsuntersuchung, die war einfach katastrophal, denn da hat sich schon gezeigt, er kann nichts, er ist durch und durch, er ist nicht böse. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Nein, er weiß es einfach nicht besser. Er hat das alles nicht gelernt. Ja, die Ankaufsuntersuchung, die ich machen habe lassen, um einfach so ein Gesundheitscheck-up zu machen, die war schon unter normalen Umständen gar nicht möglich. Der musste sediert werden, der Caruso, dass man überhaupt ein bisschen was mit ihm machen konnte und ihn untersuchen konnte. Er war wirklich von Grund auf ausgewechselt. Es war ein komplett anderes Pferd. Und so langsam ist mir gedämmert, wow, okay, also das Pferd ist nicht das, was sie dir versprochen haben. Und das Pferd bringt jede Menge Arbeit mit sich. Natürlich, das bringt jedes Pferd. Aber wenn man einfach eine gewisse Grundausbildung erwartet und die nicht im Ansatz gegeben ist, dann ist es für einen Wiedereinsteiger doch sehr happig. Die ersten Tage hier am Hof waren wirklich katastrophal. Also 2 gestandene Männer waren nicht in der Lage, ihn unter Kontrolle zu bringen, ihn zu führen, ihn zu halten, weil er einfach... Ja, er war richtig außer Kontrolle, aber nochmal, er ist nicht böse, er ist einfach unsicher, weil er das alles nicht gekannt hat. Die ersten 2 Jahre seines Lebens war er auf der Alm und dann ist er quasi von der Alm heruntergekommen und wurde mit einem Paket, sage ich jetzt mal, verkauft, das er schlichtweg nicht erlernt hat.
Und jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, das Erste, woran ich gedacht habe, ist: Caruso, was soll ich mit dir machen? Und das Letzte, woran ich gedacht habe, ist: Caruso, wie soll ich das mit dir umsetzen? Weil das einfach so einen Haufen Arbeit jetzt mit sich gebracht hat, mit dem ich schlichtweg nicht gerechnet habe. Also ich hätte mir niemals ein zweijähriges Pferd gekauft, wenn ich nicht jemanden zur Seite hätte, der mir wirklich alles erklärt und zeigt und auch mit dem Einreiten behilflich ist. Also ich bin hier an einem Reitstall und hier wird mir auch wirklich Hilfe angeboten. Er wird hier auch angeritten, weil ich alleine könnte das nicht umsetzen. Ich habe zwar Erfahrung mit Pferden, aber die sind zum einen schon eine Zeit lang her und zum anderen ist das auch wirklich nicht über die Grundausbildung hinaus. Gell? Ja, ich habe mein Hobby ja schon zum Beruf gemacht und mit dem Caruso möchte ich das quasi in doppelter Weise machen, denn hey, ich habe mir gedacht, Bushcraft mit Pferd, so quasi im Cowboy-Style, wäre doch auch total genial. Und das ist mein Plan mit ihm, das ist, was ich mit ihm umsetzen möchte. Aber wie ihr schon merkt, er ist einfach noch sehr ungezogen, furchtbar neugierig, er muss alles mal anknabbern, er ist einfach so in Menschenjahren umgerechnet noch ein Baby. Klar, er sollte in dem Alter viel mehr können, kann er nicht, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Ja, natürlich hat das jetzt meinen ganzen Plan ein bisschen über den Haufen geworfen, dass er einfach diese Grundausbildung noch nicht hat, weil er war zu dem Zeitpunkt auch so, dass ich ihn nicht alleine handeln konnte. Also ich musste da einen Trainer oder in dem Fall eine Trainerin engagieren, die mit ihm arbeitet, weil ich alleine hätte das nicht können. Also da wäre ich komplett überfordert damit gewesen und es war auch richtig gefährlich am Anfang. Man kann es nicht anders sagen. Gell? Aber böse bist du nicht. Nein. Einfach ein Riesenbaby. Ja, ich habe natürlich auch viele Bücher gelesen und viele YouTube-Videos geschaut, die echt hilfreich sein können. Aber sie ersetzen natürlich nicht das reale Leben. Und so habe ich zwar im Vorhinein, Caruso, komm, viel gelesen und gelernt, aber dann stand ich vor ihm, vor diesem Monster von Pferd, also wenn man es auf die Größe bezieht, und ich war so klein mit Hut, wirklich wie eine Maus. Ich habe mir gedacht, scheiße, ja, ich habe es zwar in der Theorie gelernt, aber in der Praxis, nein, schaut das Ganze einfach nochmal anders aus. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also wie gesagt, ich möchte ihn zum Bushcraft-Pferd machen, nein. Ich möchte ihm beibringen, alleine in der Natur zu sein, manchmal auch in Begleitung. Dann möchte ich ihm beibringen, dass man vor dem Feuer, wenn es in kleinem Rahmen ist, keine Angst haben braucht. Dass er auch mal länger an derselben Stelle angebunden ist und nur frisst und döst. Das sind alles Dinge, die hat er zwar im Kleinen schon auf der Alm gehabt, aber da war er in Begleitung. Und wenn er dann alleine ist, ist es schon nochmal was anderes, denke ich. Also ich erwarte nicht von ihm, dass er jetzt von null auf gleich alles kann. Es ist alles ein Lernprozess, der zieht sich über längere Zeit. Und er ist zum Glück sehr, sehr lernwillig. Das heißt, er lernt sehr schnell. Aber, nein, er ist halt einfach noch ein ungestümes Baby. Und damit muss ich, hey, nein, auch erst umgehen können. Denn in meiner Vergangenheit hatte ich immer nur brave Schulpferde, die natürlich alles gemacht haben, was man einen gesagt hat. Er wird jetzt über den Winter anlongiert und im Frühjahr wird er angeritten. Also das ist dann auch wieder ein Prozess, der sehr lange dauert, viel Wiederholung braucht, viel Übung. Aber im Sommer sollte es dann soweit sein, dass ich mich auf seinen Rücken alleine schwingen kann und in die Wälder ausreiten kann. Und da freue ich mich schon unglaublich drauf. Beim Gewicht waren sich alle uneinig. Der Verkäufer hat was anderes gesagt, der Tierarzt was anderes, die Stallbesitzerin was anderes. Aber er wird so um die 600 Kilo haben. Und wenn er ausgewachsen ist, dann bringt er um die 800 Kilo auf die Waage. Also der Caruso ist ein Kaltblutpferd. Hey, ich sehe es genau. Das ist wieder ganz typisch für ihn, dass er was in den Mund nimmt und drauf rumknabbern muss. Das ist einfach so diese orale Babyphase. Ja? Die Menschenbabys haben das auch. Ja, natürlich wurden diese Pferde in der Vergangenheit als Holzrückepferde eingesetzt. Die mussten unglaublich stark sein, viel leisten. Sie waren vor den Pflug gespannt, haben Holz aus den Wäldern rausgezogen, aus schwierigen Bedingungen gezogen.
Aber sie zeichnet auch die Gutmütigkeit aus und dass sie sich einfach nicht so leicht vor Dingen erschrecken. Und deswegen habe ich auch mein Kaltblut ausgesucht und kein Warmblut, weil die Warmblüter, die sind einfach hitziger. Die gehen schneller mal durch und ein Kaltblut ist da eher die Ruhe selbst und schaut sich es einfach noch ein bisschen länger an und gut ist. Gell? Ja, ist im Grunde wie ich. Es heißt ja immer, Pferde sind der Spiegel deiner selbst. Wenn man selbst zum Beispiel einen total schlechten Tag hatte und man kommt in den Stall und ist total genervt, dann spiegelt das Pferd das. Also das ist dann genauso unausgeglichen und zappelig. Und wenn man ruhig ist, das Gegenteil. Aber ehrlich gesagt war ich noch nicht oft so richtig ruhig, weil also ich habe einen riesengroßen Respekt vor ihm, wirklich. Also am Anfang hatte ich richtig Angst. Diese Angst habe ich jetzt umgewandelt in Respekt. Aber es ist nicht so, dass ich ihn jetzt komplett vertraue. Also dieses Vertrauen müssen wir beide noch entwickeln. Das ist mein Fuß. Steh um. Okay. Ja, er hat sich den Anschein gemacht, als ob er jetzt mit dem Arsch hinten ein bisschen austritt. Richtig. Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Jetzt auch nicht, prima. Nein. Geh mal wieder zurück. Steh. Ja. Nein, steh. Prima. Prima. Er merkt also, da liegt noch jede Menge Arbeit vor uns, vor der ich auch wirklich Respekt habe, aber genauso sehr freue ich mich auch drauf. Es ist einfach schön, mit einem Pferd zu arbeiten und es bringt dich auch selber an deine eigenen Grenzen, also ja zumindest. Am Anfang war es so, ich wäre lieber für 2 Wochen allein in die kanadische Wildnis gegangen, als eine Stunde mit ihm allein und ich muss ihn handeln, weil es einfach für mich komplettes Neuland war, ein so nackiges Pferd fast zu haben, das einfach nichts kann. Aber er hat sich schon wirklich sehr, sehr gebessert. Es ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht und genauso wird es weitergehen, da bin ich ganz zuversichtlich. Wenn ihr uns beide auf unserem Weg begleiten möchtet, dann bleibt er stehen. Nein, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Videos von mir und Caruso sehen wollt, mit unserem Lernprozess, wie wir uns beide langsam herantasten. Mal den ersten Waldspaziergang, das erste Feuer, das erste Mal im Dunkeln draußen sein. Nein! Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es doch sehr gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Ciao!